Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Heute schon wieder im ZVZ. Wir haben heute noch gar nicht Protoss bekommen in den letzten 5 Spielen, glaube ich. Das finde ich ein bisschen schade. Also jetzt 6, glaube ich, schon mit dem hier. Aber gut. Dann werden wir uns nochmal ins ZVZ wagen. Wir machen mal das, was ich am Ende der letzten Folge eigentlich machen wollte. Nur vielleicht mit ein bisschen optimiertem Timing. Mal gucken, wie das so funktioniert. Ja, Overlord, die sind doch gleich fertig. Beschwer dich mal nicht hier. So. Zwei sollen auch hier hin. Ja, das sagt, ne? Ja. Immer noch mal auf Nummer sicher gehen. Geschrieben hat er aber nichts. Verdächtig. Sehr verdächtig. So, kann ich hier auch gar nichts reißen, seien wir mal ehrlich. Fallen raus und nehmen die Natural. Aber mit der, weil die andere, glaube ich, ein bisschen spät fertig wird. Ja, vielleicht hätte es sogar genau gepasst. Aber jetzt machen wir doch ein bisschen zu früh hier. So. Eine Drohne noch. Dann gibt es gleich die Queen. Speed. Und wir holen uns schon mal das Ding. Ja, vielleicht das erst nach der Queen machen sollen. Ja, war, glaube ich, jetzt ein bisschen früh. Müssen wir hier plus 1 bekommen. Das ist auch noch ein Moment. Es liegt allerdings aktuell alles eher an den Minerals als am Gas. Also die ist aber ganz schön spät, oder? Ne, ist auch ein Pool First einfach. Trotzdem würde ich da doch gleich in Richtung ein paar Linge investieren wollen. So, vielleicht noch eine Queen. Das sollte auch passen, dann ist genau der Overlord fertig. Müsste eigentlich ziemlich genau passen. Und dann gehst du hier runter. Und wir gönnen uns nochmal zwei mehr hiervon. Und dann gleich das Baling Nest. Weil eigentlich ist unser Push-Zeitpunkt ein bisschen später. Das hatten wir auch leider gerade eben beim. Oder was heißt gerade eben bei. Für euch in der letzten Folge gesehen. Dass da zu leichten Problemen kommt. Direkt. Dritte steht schon. Bisschen früher als meine. Glaube ich, daran liegt, dass er eben nicht diesen Weg mit dem Plus 1 gegangen ist. Dass er deutlich weniger Gas meinen musste und so weiter und so fort. Und noch jetzt noch ein paar mehr Drohnen. Und investieren dann in eine Link-Streitkraft. Nein, bitte nicht. Das finde ich immer nervig, wenn das passiert und man irgendwie seinen Hotkey da überschreibt. So. Das hier aus 30 Sekunden noch. Ich denke, da können wir jetzt mal loslegen hier. Ich denke, zwei Drohnen gönne ich mir noch. Und mit dem Rest bauen wir jetzt erstmal länger und gehen dann gleich auf seine dritte. Die auf dieser Map relativ einfach dann zuzumachen. Ich denke, das wird er auch tun, wenn er dann nicht schon was ready hat. Das ist die andere Option. So, einmal noch. Und eher los, interessant. Dann machen wir doch lieber zu Hause, was? Machen wir das noch eben. Noch nicht geschnallt mit dem Plus 1, aber trotzdem, wir brauchen erstmal ein paar mehr Linge noch. Linge! Linge wollen nicht.
So, Linge laufen wir jetzt leider verschiedene Wege. Okay. Da einfach auf. Ah, er hatte keine Drohnen. War ein ziemlich hartes Commitment von ihm. Und er hatte eben nicht plus 1, das hat uns dann doch das Spiel gerettet, weil wenn wir mal eben einmal ganz kurz hier zwischendrin einmal kurz gucken, wir da hier doch deutlich mehr Linge gleich gehabt haben, also ein bisschen früh. Also bei seinem ersten Push hier wieder doch ein paar mehr Linge gehabt haben als wir. Wir hatten zwar auch nicht so wenig, aber wir sehen, dass hier 28 zu 8, gerade jetzt geht meine Phase da hoch, deshalb gehe ich jetzt so hoch. Aber 24, ja, er hatte halt weder Bellinge noch plus 1, da hat es ja auch nicht so viel gebracht. Oh, der wird sogar noch gerankt. Ah ne, war sein Platzierungsmatch. Ach so, er ist eigentlich Protoss und hat jetzt ein Platzierungsmatch als Zerg gemacht. Spielt wohl sonst hauptsächlich 2 gegen 2, so wie es mir das hier ausschaut. Gut, sei es drum. Kann offensichtlich auch nicht so viel, wenn ich mir das APM-Gedöns angucke. Ist halt ein Diamond Protoss, ja. Ich bin in guter Gesellschaft für Diamond Protoss, da können eigentlich gar nichts. So. Ja, das wird hoffentlich nicht der echte Trap sein. Wobei Trap, glaube ich, Zerg ist, ne? Oh. Koreanisches Starkish verfolge ich aktuell nicht so gut. Muss ich oder so viel. Schon wieder Zerg, was ist denn hier los? So, der war Terran, ne? Ja. So, da können wir dann Hedge First spielen. Da spricht doch nicht viel gegen. Gas und Pool hinterher. Er scheint mich nicht zu WWF-Scouten. Ich muss gerade nochmal überlegen, wann nahm man denn hier nochmal Overlord-Speed gleich? Also natürlich jetzt noch nicht, so viel dürfte klar sein, kann ich auch noch gar nicht. Weder. Doch, man kann es tatsächlich theoretisch von Anfang an. Das wäre doch mal ein Bild. Overlord-Speed first. Into 5 Pools, im wahrsten Sinne des Wortes. Schöne 6-Pool-Taktik. Einmal 6 Bootschleim-Pools bauen. Das waren noch Zeiten. So. Wir sehen immer noch nichts vom Gegner. Man hat eigentlich auch nicht so viel zu bedeuten. Er kann einfach mit dem Reaper scouten. Ich würde jetzt ganz gern einmal. Oh, er hat aber gescoutet tatsächlich. Ist jetzt wieder eine Hausgefahr. Merkwürdig. Eigentlich kann das nicht auf Proxy hindeuten. Barracks könnte gerade fertig gewesen sein, aber dann fährt man eigentlich nicht nach Hause. Ah, ist das früh? Nein, hol ihn doch. Ja, ist aber Proxy. Nein, die stehen schon wieder alle nur rum. Warum tun die das immer? Ja, das Proxy Reaper. Wir brauchen ein Spine. Schieß doch wenigstens auf den einen. Ach komm schon. Echt jetzt?
Ich brauche jetzt Speed. Ja, noch Supply Block. Ihr dürft alle gerne mithelfen. Schaut das mal. Weg hinterher. Hallo! So. Wir brauchen mehr Mineralien. Quick Stretch. Wir müssen schon Queens haben. Müssen wir sie auch nutzen. Falls er mit einem Helvet Push gleich auf uns zukommt. So. Hatte ich Blue Flame? Vor allen Dingen auch mehr Respingas. So, jetzt haben wir gleich Speed.
Wann ist dein Speed durch? Ich brauch doch Speed. Schieß doch. Zu wenig Worker. Ja, Overlords sollten eigentlich jetzt auch mal langsam kommen. Jetzt transfuse sie doch mal. Vor allem denn meine Roaches alle. Aber er hat halt wahrscheinlich jetzt eine dritte dabei. Und dann ist eh vorbei. Ach ja, Terran müsste man sein. Aber ich hasse es, Terran zu sein. Allein wie viel Scans er hier hat. Upgrades. Ja, das ist vorbei, muss man leider sagen. Käse. Was macht man gegen Käse? Brot essen. Und deshalb würde ich sagen, an dieser Stelle war es das für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr das Folge klicken. Und rechts ein Aspekt von mir. Und dann wieder einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.